Sehr herzlich zu unserem Weihnachtsgottesdienst in Deutschland begrüßen. Ein herzliches Willkommen an alle, die zum ersten Mal dabei sind.
In den zurückliegenden Jahren sind viele von ihnen zu uns in die Mountain Community Church gekommen. Dieses, wie letztes Jahr auch, ist es leider anders. Wir kommen noch einmal mit unserem virtuellen Weihnachtsgottesdienst zu Ihnen, wo immer Sie sich mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder auch allein vor dem Bildschirm eingefunden haben. Hier in Arizona, in einem anderen Staat der USA oder vielleicht sogar in Europa. Es ist schön, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern können. Miteinander feiern hat in den letzten anderthalb Jahren ganz neue Aspekte für uns bekommen. Körperlich getrennt und entfernt und doch verbunden. Wir hoffen, dass Sie nun beim Miteinander feiern dieses Gottesdienstes die Freude über die Weihnachtsbotschaft erleben können und in dieser herausfordernden Zeit Hoffnung und Trost finden. Noch eine kurze Information zu unserem virtuellen Weihnachtsgottesdienst. Das Planungsteam hat den Gottesdienst mit großer Freude und Engagement für Sie vorbereitet. Vor einigen Wochen haben wir die Programmteile des Gottesdienstes aufgenommen. Bitte sehen Sie nachher fröhlich mit beim Gemeindegesang und bei den nachfolgenden Weihnachtsliedern. Now last but not least, a heartfelt welcome to our English-only speaking guests. We hope you enjoy celebrating with us. Den Weihnachtsgottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, Ursprung und Segen unseres Lebens. Und im Namen Jesu, der menschgewordenen Linke Gottes. Und im Namen des Heiligen Geistes, die das verbracht, die uns Hoffnung und Frieden schenkt. Lasst uns miteinander beten. Heiliger Gott, barmherziger Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute diesen Weihnachtsgottesdienst feiern können. Freude und Erwartung über das Fest der Geburt Jesu erfüllt unser Herz. Auch wenn wir getrennt voneinander in unseren Familien oder alleine uns vor dem Bildschirm eingefunden haben, du bist nicht an Ort und Zeit gebunden. Wo immer wir sind, du bist uns nah. Du weißt, wie es jedem von uns geht. Du weißt um unsere unerfüllten Hoffnungen und Sorgen, unsere Traurigkeiten und unsere Schuld, die uns belastet. Vor dir dürfen wir sein, wie wir sind und wir alles in deine Hand nehmen. Lass uns das Wunderbare, dass du Mensch geworden bist, wieder neu begreifen, dass wir darüber froh werden. Fülle unsere Herzen mit deiner Liebe und deinem Frieden. Um deinen Heiligen Geist bitten wir, dass er dies heute in diesem Gottesdienst tut. Amen. Thank you.
Jesaja 11, die Verse 1 und 2. Es wird ein Reich hervorgehen aus dem Stamm Isaias und ein Zweig aus seiner Wurzeln Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen musste, angeblich in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt David, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, dass auch er sich schätzen ließe mit Maria, seine vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Erde. Thank you.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Sie hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, der Herrnengel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete in ihnen. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt David. Und das macht zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und da die Engel von ihnen den Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, riesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt hat. Hallo Elli, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Einen großen Teddybär wünschst du dir. Und was wünschst du dir noch? Teddybär. Was für ein Spiel? Teddybär. Ein Peppa Pig Spiel. Ja. Gibt's das? Ja. Ja? Und große Saurier. Große Saurier? Ja. Das wird aber schön. Und Osterei. Ein Osterei? Ja. Wirklich? Und Meergestern. Und Eisbär. Und ein Eisbär? Ja.
Zeit mit der Familie zu verbringen. Und von Bruder Dana. Ich wünsche allen Freundschaft und Glück. Ich bin 8 Jahre alt. Ich hoffe auf Frieden. Ich bin Josie, ich bin 12 Jahre alt. Ich hoffe, dass die Menschen der Welt gute Gesundheit haben. Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass das Kreuz für jeden leuchtet. Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass meine Familie gesund zusammen ist. Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass alle Menschen fröhlich sind und dass die Ozeane sauber sind. Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass keine Menschen krank sind und dass alle einen richtig schönen heiligen Abend haben. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Liebe Gemeinde, heute am Heiligen Abend. Wir haben es uns gemütlich gemacht. Die Wohnung ist festlich geschmückt. Ja, bei vielen von uns glitzert sogar das ganze Haus. Es ist Abend geworden und es kehrt Ruhe ein. Es ist wieder Heiliger Abend und die Geschäftigkeit, das Einkaufen und all die Vorbereitungen sind getan. Jetzt feiern wir Gottesdienst. Und wir nehmen uns bewusst Zeit dafür, sitzen bequem und entspannen, so gut es jetzt geht. Ganz ähnlich und doch auch wieder anders ging es den Menschen in der Nacht, als Jesus geboren wurde. Diejenigen, von denen wir in der Weihnachtsgeschichte hören, waren die Hirten. Auch bei ihnen war Ruhe eingekehrt. Auch sie hatten alle Aufgaben des Tages erledigt. Sie hatten die Schafe gehütet und waren nun müde und hatten sich zur Nachtruhe gelegt. Anders als bei uns war bei den Hirten weit und breit kein Schmuck zu sehen. Die Hirten waren arme Leute. Sie waren damals die Ärmsten unter den Armen. Aber wer weiß, ob sie Schmuck in ihrem Leben überhaupt vermisst haben. Aber ein Stück Fladenbrot oder eine warme Mahlzeit, die werden sie bestimmt an so manchem Tag vermisst haben. Die Hirten ruhen sich also aus,
und schlafen unter dem Sternenhimmel. Es ist dunkel. Vielleicht kennt ihr das noch, wenn ihr weit weg von einer Stadt entfernt seid, vielleicht auf dem Land wohnt oder wenn ihr euch erinnert an einen Urlaub in der Hütte im Wald oder am See weit abgelegen oder im Campingwagen mitten in der Natur übernachtet habt. Weit weg also von den Lichtern der Stadt. Und wer in einer Stadt wohnt, der weiß schon gar nicht mehr, was die Dunkelheit der Nacht bedeutet. Es ist beeindruckend, einmal die Nacht als dunkle Nacht zu erleben. In diese Nacht hinein also wird es für die Hirten plötzlich ganz hell. Sie hören die Stimme des Engels. Sie hören die frohe Botschaft, dass Jesus geboren ist, der Heiland auf dieser Welt, ganz in ihrer Nähe, zum Anfassen nahe. Stellt euch das einmal vor, mitten in der dunklen Nacht, mitten in der Nachtruhe, plötzlich das Licht und diese Stimme. Wie erschrocken die Hirten zuerst waren, wir können es uns vorstellen. Und als sie dann zu sich kommen, da erklingen die Worte der ganzen Engelschar. Es ist eine wunderbare Melodie. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ein großer Lobgesang, der da erschallt, ein Singen und Klingen weit über die Felder, denn alle Menschen sollen es hören, alle. Das sind die, die damals in der Geburtsnacht von Jesus waren zuerst, also die Hirten. Alle, das sind heute in der heiligen Nacht alle, die wir, die Christvesper feiern. Alle, das sind auch die, die sich einmal kurz an das Tablet oder einen Bildschirm setzen, die vielleicht gar nicht vorhatten, diesen Gottesdienst zu feiern. Alle also, die neugierig sind, neugierig darauf, was die Christengemeinde überall auf der Welt heute feiert, heute in dieser Nacht, wenn sie das Festlied der Engelchöre hören. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Angefangen bei den Hirten auf den Feldern in Bethlehem, über alle Menschen alte Jahrhunderte lang bis zu uns heute erstrahlen diese Worte. In unzähligen Kirchen und Gemeinderäumen, in den Wohnzimmern und unter freiem Himmel, in den Krippenspielen, kleinen und großen Musikwerken, nicht zu überhören und nie zum Verstummen zu bringen, dringt diese Botschaft Jahr für Jahr. So auch heute, in dieser Nacht und in den nächsten Tagen des Christfestes in alle Herzen und Ohren, die sich öffnen wollen, und sagen dir, Gott ist da. In einem kleinen Kind ist er zum Anfassen nahe gekommen. Inmitten aller Ruhe, aber auch inmitten der Unruhe und allem Unfrieden, den du vielleicht gerade um dich herum oder in dir drin erlebst. Gott ist da und er sagt dir, Friede auf Erden. Friede sei es in dir, durch dieses Kind Jesus. Friede in deinem Leben und im Leben aller Menschen auf dieser Erde. Heute, wenn wir bewusst zur Ruhe kommen, können wir das vermutlich leichter glauben und hoffentlich auch mit Leichtigkeit in uns spüren. Für viele ist es friedlich, weil wir uns darauf so sehr vorbereitet haben. Frieden in uns. Wir spüren ihn vielmals tiefer, weil es am heiligen Abend anders ist als sonst, weil wir uns bewusst Zeit nehmen und weil wir ganz bewusst die Alltagsdinge zur Seite gelegt haben. Aber was wird übermorgen sein? Wie sieht es da mit dem Frieden in uns aus? Wenn der Alltag wiederkommt? Und die Sorgen wieder größer werden, was ist dann? Wenn wir die Nachrichten von den Kriegen, den Flüchtlingsströmen und der Gewalt an vielen Orten unserer Welt hören, vielleicht selbst Unfrieden in unserem Umfeld erleben,
Was fangen wir dann mit der Weihnachtsbotschaft an? Gilt sie nur für die Weihnachtstage, weil wir uns da Mühe gegeben haben, dass der Friede Gottes bei uns einziehen kann? Gilt Gottes Frieden auch für den Rest des Jahres und darüber hinaus? Liebe Gemeinde, am Heiligen Abend, wir dürfen in der Kraft der Friedensbotschaft glauben. Und wir dürfen dieser Kraft der Friedensbotschaft Gottes ganz viel zutrauen. Wann könnten wir das nicht besser üben? Wann könnten wir uns dafür nicht am stärksten öffnen, wenn nicht am Christfest, dem Fest des Friedens? Wir sehnen uns ja auch in diesen Tagen besonders nach diesem Frieden Gottes. Und manche so sehr, dass sie es kaum aushalten, weil sie Erinnerungen haben an frühere Weihnachtsfeste, in denen es Unfrieden gab und in denen sie mit Verletzungen konfrontiert waren, die ihnen erst später im Leben bewusst werden. Und gerade darum ist unsere Sehnsucht nach Frieden am Weihnachtsfest so groß. Und viele von uns wollen besonders in den Weihnachtstagen, in dieser besonderen Weihnachtsatmosphäre, das Friedvolle spüren. Und so lade ich dich ein. Lass diese Botschaft des Friedens in dich hineinfallen, bei dir ankommen, in deinem tiefsten Inneren und dort sich ausbreiten, bis du ganz erfüllt davon bist. Und nähere dich durch diese wunderbare Verheißung, dass es Friede sei auf Erden. Dass du inmitten aller Ruhe und auch Unruhe beschenkt bist, denn Gott kommt heute zu dir. Er kommt zu dir in Jesus, um bei dir zu bleiben. Was auch kommt, nicht nur in diesen Weihnachtstagen, sondern an allen Tagen, die noch kommen werden. Liebe Gemeinde, ich bin überzeugt davon, dass dieser Friede, den Gott uns in diesem Baby Jesus neu in unsere Herzen schenkt, schon immer da ist. Wir aber brauchen immer wieder offene Ohren, offene Herzen, eine offene Haltung, ein bewusstes Annehmen dieses Friedens Gottes. Und dann kann es Frieden werden in uns. Nicht auf Knopfdruck, das geht nicht. Aber immer wieder neu und in kleinen Schritten. Und nie ganz vollkommen, aber so, wie es gerade möglich ist. Und nun stellen wir uns einmal vor, dass das heute jede und jeder versucht, die und der diesen Gottesdienst mit uns feiert. Und dann stellen wir uns vor, dass das heute jede und jeder versucht, auch anderswo in den Gottesdiensten, dort, wo die frohe Botschaft verkündet wird. Und wenn wir uns daran bewusst werden, dann sind wir über viele Ländergrenzen hinweg und über viele Kontinente miteinander verbunden zu einem weltweiten Friedensnetz. Viele, viele einzelne Friedensmenschen. Menschen seines Gottes Wohlgefallens. Menschen, die Gott lieb hat, Menschen, die sich für Gottes Frieden öffnen. Wir sind miteinander verbunden, überall auf der Welt. Vielleicht wundert dich das, dass ich heute so viel davon spreche, wie wir den Frieden erleben, geschenkt bekommen und gar nicht so sehr, wie wir ihn praktisch tun sollen. Ja, du hast recht. Dazu beauftragt Gott uns selbstverständlich auch, dass wir uns dort einsetzen, wo Unfrieden herrscht und dass wir für den Frieden eintreten. Dort, wo wir ganz konkret gebraucht werden. In unserer Familie, für manche in der Nachbarschaft, auf der Arbeit oder in politischen Friedensinitiativen. Ja, auch dazu sind wir aufgerufen. Heute aber reden wir davon, was vor unserer Aktivität kommt. Nämlich, dass es zuerst Frieden in uns werde als ein Geschenk an uns. Und das meine ich jetzt nicht in einer zeitlichen Reihenfolge.
Beides wird parallel geschehen. Der Frieden, der sich in uns ausbreitet, der uns geschenkt wird von Gott durch Jesus Christus und dein aktiver Friedensbeitrag. Etwas ganz Konkretes, wo du gebraucht wirst. Dort, wo du jemandem eine Hand reichst zur Versöhnung, dort, wo du keinen Hass verbreitest, sondern im guten Miteinander Wege findest, dort, wo du das Gespräch, das abgebrochen war, wieder neu beginnst, wo du für eine Friedensinitiative Geld spendest und vieles andere mehr, was dir selber einfällt. Einer Friedensinitiative schließen wir uns heute an. Und das ist das Friedenslicht von Bethlehem. Ich habe ein Friedenslicht bereits angezündet. Und hier leuchtet es uns an diesem heiligen Abend. Seit inzwischen 35 Jahren zündet ein Kind in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem ein Friedenslicht an. Und dieses Licht wird mit dem Flugzeug von Israel nach Wien gebracht. Dort in Österreich ist die Idee des Friedenslichtes entstanden. Und von dort wird in den Tagen vor dem Christfest durch Pfadfinderinnen und Pfadfinder das Friedenslicht in vielen Ländern Europas verteilt. Auch bis in die USA ist das Friedenslicht schon gebracht worden und hat in New York auf dem Ground Zero geleuchtet. Das Friedenslicht von Bethlehem, es ist ein Zeichen des Friedens, das von dort, wo Jesus Christus geboren wurde, über die ganze Welt weitergegeben wird. Auch wir geben hier in Röhrsdorf das Friedenslicht von Bethlehem weiter am Heiligen Abend. Nach unseren Christfestern erhalten alle ein Friedenslicht für sich zum Mitnehmen. Und wenn das Friedenslicht dann zu Hause leuchtet, dann erinnert es uns an die frohe Botschaft, die in uns Raum gewinnen will und uns zu einem Friedensnetz vieler, vieler Friedensmenschen über die ganze Welt hinweg verbindet. Zu unserem Wohl, zu unserem Heil und zum Wohl unserer Welt und zum Lob Gottes. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Amen. Thank you.
Frau Pfarrerin Cornelia Henschel sehr herzlich für ihre zum Nachdenken anregende Weihnachtsfeier. Ein ebenso herzliches Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben, diesen Gottesdienst zusammenzustellen. Es steckt einiges an Arbeit und Organisation hinter den musikalischen und spielerischen Darbietungen der verschiedenen Musikgruppen und den Rollenspielen der Kinder. Our offering this year will be donated to the refugees from Afghanistan through Lutheran Social Services of the Southwest. More information you will find on this website. We thank you very much for your generosity. We also want to express our heartfelt thanks to Pastor George for graciously opening Mountain View Lutheran Church doors for the recording and rehearsals this year and the previous years and for the great support we have always received. A big thank you to all who have offered their time and talent that we could celebrate this wonderful and joyous Christmas service. If you would like to help with next year's celebration, please send us a message to the following address. And you can find this address on our website. Any comments and ideas are also welcome. Don't hold them back. We appreciate any feedback you can give us. Wir wollen ganz bewusst in die Gegenwart Gottes gehen, innerlich uns öffnen und mit Gott in Verbindung sein. Lasst uns beten. Du Gott des Friedens, du hast uns Menschen lieb und schenkst uns deinen Frieden. Weil Jesus geboren ist, wissen wir davon und wir danken dir dafür. Wir als Kinder und Erwachsene sagen dir jetzt unsere Sehnsucht, unsere Wünsche und unsere Bitten. Wir hoffen auf Frieden für alle Menschen auf dieser Welt. Wir hoffen, dass alle Menschen der Welt Gesundheit haben mögen. Wir bitten dich, dass Kinder und Erwachsene einen schönen heiligen Abend feiern können und Eltern für ihre Kinder Zeit haben. Wir freuen uns auf schöne Geschenke und danken dir dafür. Du Gott des Friedens, wir bitten dich für alle, die sich allein fühlen und traurig sind. Für die, die heute keine Kerze anzünden können, weil Krieg um sie ist. Und für die, die von ihren Lieben getrennt sind. Schenke du ihnen dein Licht. Du Gott des Friedens, wir denken an alle, die sich für Frieden einsetzen. In Familien und Nachbarschaften, in Kriegs- und Krisengebieten, die vermitteln und verhandeln, damit Menschen ihre Waffen aus der Hand legen und Völker sich versöhnen.
Du Gott des Friedens, wir denken jetzt an einzelne Menschen, für die wir dich bitten. Wir nennen dir ihren Namen in der Stille und wir stellen sie in dein Licht. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diese Nacht unter Gottes Segen. Der Herr, Mensch geworden in einem Stall, er segne dich. Er lasse das Licht seiner Liebe leuchten in deiner Dunkelheit. Er behüte dich. Er berge dich in seiner Menschlichkeit, wenn Unmenschliches dich erschrickt. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Er begleite deine Wege, wenn du dich von allen guten Geistern verlassen fühlst. Er sei dir gnädig, wenn du ungnädig bist mit dir. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich. Er strahle auf dein Leben, wie die Engel den Hirten Erleuchtung brachten. Er gebe uns seinen Frieden in den Familien, unter den Völkern und zwischen den Religionen. So geht mit Gottes Segen in diese heilige Nacht. Friede sei mit euch. Amen.